Hallo meine Lieben, ihr hört in meiner Stimme, dass ich derzeit nicht besonders videotauglich bin und extrem erkältet bin. Wer von euch ist auch erkältet? Also in der Klinik, wo ich beschäftigt bin, da waren ganz, ganz viele Leute krank und ich habe mich nun mal angesteckt, wie man sieht und hört. Ich wollte mich aber trotzdem zum Wochenende kurz bei euch melden mit einem Retro-Video, weil das andere wäre jetzt zu viel Aufwand für mich. Habe auch ein neues Igelchen gekauft, das ich gern mal wieder verlosen werde. Die Michaela Kropf hat ja das andere Igelchen gewonnen gehabt und hat sich auch rückgemeldet bei mir. Hallo Michaela, hat sich total gefreut darüber. Das freut auch mich, wenn euch etwas freut. Und andere von der Community waren so lieb und haben mir schon geschrieben, Millionen Seelen, eine von Millionen Seelen, dass ihr ein Weihnachtsgeschenk für mich vorbereitet habt. Ich bin ganz aufgeregt und ich freue mich schon mega drauf. Und je länger ich rede, desto besser wird meine Stimme, merke ich. Also man darf sich bloß nicht bemitleiden. Ja, aber es ist doch ein heftiger Virus, der jetzt umgeht. Also zieht euch warm an oder nicht zu warm, denn es ist ja so wechselhaft das Wetter. Ich wollte mich nur mal kurz melden, damit ihr Bescheid wisst. Und ich wollte auch noch das Rätsel lösen, nämlich wer von der Talkrunde mit mir verwandt ist, wer auch ein oder eine wo Grolli ist. Wollte ich euch Vokrollowern und Vokrollowerinnen sagen. Ja, viele haben mir ja richtig getippt. Es ist die Lara. Die Lara ist meine Nichte, Larissa Vokrolli. Ja, sie ist 14 und ich habe sie sehr, sehr lieb. Und sie hat sich bereit erklärt, mitzumachen bei dem Talk als Jüngste im Bunde. Und ich glaube, es hat euch gut gefallen. Ich freue mich auf euch. Tschüss, bis gleich.